Name der Predigt ist, es ist weiter Kapitel in der Serie, der Schlüssel um Antworten für unsere Gebete, und dieses Mal ist es der vierte Teil. Ich möchte Johannes öffnen, 15, Vers 7. In diesem Vers haben wir eine kleine Zusammenfassung von den drei Predigten, die wir hatten. Und wir lesen vor. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Was ihr bittet, das werdet ihr bekommen. Mögt ihr das? Wer möchte so eine Beziehung mit Gott? Alles, was ich bitte, werde ich bekommen. Ich muss nur bitten. Das ist doch großartig, nicht? Und das ist machbar, sonst würde er es nicht sagen, aber er gibt uns drei Bedingungen. Das erste, in ihm zu bleiben. Und darüber werden wir reden, wir werden es ausweiten, in ihm zu bleiben, in ihm zu stehen. Eine Beziehung, die durchlaufende Beziehungen zu haben. Und diese Beziehung wird Frucht bringen, und darüber werden wir weiterreden. Und er startet, wenn er in mir bleibt. So das Wort Gottes, das Wort Jeschuas, wenn er in euch bleibt. Und darüber haben wir geredet, letzten Predigten, dass das Wort Gottes uns hilft zu wissen, was sein Wille ist. Und steht auch geschrieben, dass wenn wir bitten im Wille des Herrn, so wird er hören und uns es auch geben. Römer 10, Vers 17 steht auch geschrieben, dass der Glaube kommt vom Wort Gottes zu hören. Und wir brauchen den Glauben, um Antworten, um unsere Bitten zu bekommen. Erinnert ihr euch, als Jeschua runtergekommen ist vom Berg und er kommt zu den Jüngern und sie hatten eine Situation, wo der Vater seinen Sohn bringt und sie konnten nicht den Geist vertreiben, und Jeschua kommt, vertreibt den Geist, und dann fragen die Jünger, warum konnten wir das nicht machen? Und Jeschua sagt, wegen Unglauben. Wir brauchen Glauben, wer Glauben kommt vom Wort Gottes. Und darüber haben wir geredet letztes Mal. Und jetzt Johannes 15, 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und wenn er bleibt, so werdet ihr einen Glauben dafür haben. So werdet ihr bitten, und was ihr wollt. Und dann kommen wir zu der Predigt, den wir schon gegeben haben, wie der Heilige Geist unsere Willen beeinflusst. Und Jeschua sagt, alles, was ihr wollt, es ist jetzt nicht alles, was mein Fleisch will oder mein Willen will, sondern Philipper 2 sagt, dass der Herr bewirkt auch zu willen und auch zu tun. Und was macht der Heilige Geist, was erweckt er auf? Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und wenn wir diesen Platz geben, welchen Willen erweckt er? Und das, genau das, was Gott plant für unser Leben. Und das ist Epheser 2,10.
dass der Herr uns Taten bereitet hat, bevor der Erschaffung der Welt. Und auch 1. Korinther 2,10, dass nur der Geist selbst weiß, was im Herzen des Vaters ist. Und wenn der Heilige Geist in uns kommt, dann kommt er mit dem Willen des Vaters und er erweckt den Plan Gottes vom Himmel und dann beten wir den Willen und dann wird er antworten, weil er antworten muss, wenn es in seinem Willen ist. Und so haben wir das Licht und steht geschrieben, dass wenn er in mir bleibt, was ihr bittet und es wird euch zuteil werden. Wenn wir auch das Wort Gottes gehorchen und es steht in Johannes 14, Vers 15, liebt er mich, so haltet meine Gebote. Aber wir wollen weitergehen. Und wir können sehr einfach sagen, was wir bis jetzt gesagt haben, dass der Geist Gottes und das Wort Gottes in unser Leben, das Wort Gottes plus der Heilige Geist, er ist unser Lehrer, er erinnert uns an das Wort Gottes, er bewirkt den Glauben und er bewirkt auch die richtigen Gebete von dem Herrn und wir bekommen dann die Antwort. Aber heute fokussieren wir für das Durchhalten. Und Jeschua sagt, wenn er in mir bleibt, in ihm zu bleiben, ist ein Tun, das immer sein soll. Nicht einmal ja, nicht einmal nein. Das nicht einmal bin ich mit dem Herrn und einmal hüpfe ich in die Welt und dann einmal bin ich mit ihm und dann mache ich eine Runde in der Welt. Nein, das geht nicht. Eine durchgehende Beziehung mit ihm. Und wenn wir so eine Runde gemacht haben, so wie der verlorene Sohn, dann haben wir vielleicht Verluste, wie er seine ganze Habe verloren hat. Aber dann zurückzukommen, Buße zu tun, es gibt nichts anderes zu tun. Es ist das Beste und der Herr ist voll Barmherzigkeit und Gnade, so wie der Vater fröhlich war, seinen Sohn wieder zu sehen und hat das beste Kleid rausgeholt, hat ihm einen Ring gelegt. Wir verdienen das nicht. Der Sohn hat gesagt, ich verdiene es nicht, einen Sohn zu heißen, aber das ist die Liebe unseres Vaters, weil er ist bereit, uns anzunehmen. So lass doch nicht den Satan zu erlauben, zu erinnern, was wir getan haben. Ja, Buße zu tun und bitten dem Herrn, das nicht nochmal zu tun. Ich habe meine Lehre gelernt. Bin hinter meinen Gelüsten gegangen, aber ich komme zurück oder bin zurückgekommen. Und wenn wir uns entfernt haben und wir sind wieder in ihm, dann lasst uns an ihm festhalten. Lasst uns dann mal sehen an das Gleichnis der Weinrebe, das hier in diesem Kapitel noch weitergeschrieben steht und wie es, so wir schauen, desselben Kapitel, Johannes 15, Vers 1 bis 2. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die kein Frucht bringt, nimmt er weg. Jeder aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ich habe bei mir zu Hause, bei uns im Garten, einen Weinstock. Wir haben sie gepflanzt, sie hat Wurzeln. Und dann irgendwann kommen die Weinreben raus. Und Jeschua benutzt diesen Bild. Und es sagt, wer Frucht tut,
Das ist sehr gut. Vers 4 und 5 sagt er auch, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wird die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn es nicht am Weinstock bleibt. So auch er nicht, wenn er nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich nehme, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und weiter in diesem Kapitel sagt Jeschua, ich habe euch erwählt, nicht ihr habt mich gewillt, sondern ich habe euch erwählt, um Frucht zu machen. Wow, Leute, liebe Brüder und Schwestern, wie gut ist es, dass wir nicht nutzlos sind. Es gibt eine Meinung für unser Leben. Und das Beste ist, dass in der Welt, man wird älter und man geht dann in Rente und dann kommen wir zum Altersheim und man vergisst von euch. Und dann erinnert man euch an euch gar nicht. Aber nicht im Königreich Gottes. Wenn du weiter mit Gott gehst, dann die geistliche Frucht wird süßer und weicher und besser. Und du bist dann nicht zerfallen. Und ich rede nicht physisch. Man wird älter, aber wenn der Kopf noch arbeitet, du weißt genau, wohin du gehst. Du hast eine Hoffnung. Das Leben hat gar nicht angefangen. Es hat vielleicht ein bisschen angefangen. Aber es gibt die ganze Ewigkeit. Und der Vater von Shiria heute, er ist im Altersheim in Finnland. Und wir haben eine Nachricht bekommen, dass er sich nicht wohlfühlt und dass er krank ist. Aber Shiria erzählt mir noch auf dem Weg hierher, dass all ihre Besuche, hat er gesagt, wir werden im Himmel uns treffen. Und jede solche Begegnung, es war wie eine Trennung, hat sich angefühlt. Und wir haben einfach eine Zuversicht, einen geistlichen Blick. Und der Vater von Shiria war nicht in Depression oder sowas. Und wie gut ist es, einfach mit dem Herrn zu sein, und wie kostbar ist es, Frucht zu tun und das auch Frucht machen will durch unser Leben. Wie gut ist das? Warum das zu verlieren? Warum weit weg von ihm zu sein? Warum verschlossen? Warum nicht offen zu sein für die Korrektur, dass er in uns wirken kann? Und ja, tu mache Frucht in uns. Und Jeschua sagt es, wenn ihr in mir steht und ich in euch, wie? Der Heilige Geist, ich bin in euch. Ihr haltet in mir, ich bin in euch und ihr werdet sehr viel Frucht bringen. Und natürlich nur eine Rebe, die zum Weinstock verbunden ist, kann nur Frucht tun. Wenn der Rebe sich trennt vom Weinstock, dann ist er trocken und man verbrennt solche Reben. Was braucht dann die Rebe vom Weinstock? Er bekommt die Mineralien und die Flüssigkeiten. Durch die Wurzeln kommt es hoch, durch Jeschua und kommt zur Rebe. Und dann fängt er an, die Frucht zu tragen. Und das alles kommt von alleine, wisst ihr, es gab mal eine Explosion und dann Staub und dann gab es eine Traube und so ein Blödsinn lehrt man in der Schule und das ist einfach und das macht richtig wahnsinnig, dass man in so ein Blödsinn glaubt. Nein, alles kommt von Gott. Er ist der Schöpfer. Und es wird geredet über seine Liebe. Es gibt jetzt so süße Mangos und
Und wenn ich das esse, sage ich dem Herrn, Gott, danke, dass du das erschaffen hast. Mango, Trauben, Feigen. Es gibt so viele verschiedene von Blumen, Früchten und es ist einfach wunderbar. So, lasst uns weitermachen. Man bekommt das alles vom Weinstock und die Reben, was brauchen sie noch von oben? Sie brauchen Sonne, sie brauchen Licht. Das brauchen wir auch. Und in unser Leben, was lesen wir in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 10 und 15? Wir brauchen Licht. 1. Johannes 1, 5 bis 10. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, doch in der Finsternis wandeln. So lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verfüllen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. So im Licht zum Wandel. An Yeshua verbunden sein, der Heilige Geist ist in uns und wir wandeln im Licht. Wir bitten um Vergebung. So, das sind die Bedingungen, dass wir Frucht bringen vor dem Herrn. Amen. Ist jemand wach hier? So. Wie bleiben wir eng bei ihm? Wie bleiben wir eng bei ihm? Lasst mich euch fragen, wie bleibe ich eng zu meiner Frau oder zu meinen Kindern? Wie bleibe ich eng verbunden mit meinen Enkelkindern? Wie bleibe ich eng verbunden mit der Gemeinde? Ich liebe euch. Ich liebe meine Frau. Und so bleibe ich eng bei ihr. Ich liebe sie. Auch wenn ich im Ausland bin und alleine bin, ich liebe sie. Sie ist in meinem Herzen. Ich bete für sie, ich bete für die Kinder, für die Enkel, für die Gemeinde. Es ist Liebe. Es ist Liebe. Höre Israel, der Herr alleine ist eins. Und liebe den Herrn von ganzem Herzen, ganzen Seele und mit all deinem Leib. Liebst du ihn? Willst du ihn haben? Vielleicht weißt du nicht alles, verstehst nicht alles und du kennst die Schrift nicht gut, aber liebst du ihn? Möchtest du ihn haben? Ist er für dich wichtig? Möchtest du ihn fröhlich machen? Möchtest du ihn nicht traurig machen? Du möchtest nicht sein Namen beflecken, wenn sie wissen, was du getan hast. Gott sei Dank, dass wenn wir die Sünden bekennen, dann vergibt er auch und wir wollen dann Frucht von Buße tun und nicht zurückgehen. Und so ihn zu lieben, das ist das Geheimnis. Und die Liebe, es fängt nicht an mit Emotionen und das kann verwirren. Es ist eine Entscheidung. Okay, ich habe Shiria kennengelernt und sie war 15. Und ihr habt das nicht gehört. um mit der Jugend nicht Probleme zu haben. Sie war 15. Aber ich möchte euch sagen, die Liebe, die ich davon rede, ist eine Liebe von Entscheidung. Es ist eine Entscheidung. Und in der Welt sagt man,
Die Liebe ist. Die Liebe ist wie eine Krankheit und dann in der Ehe 2, 3 Jahren ist es verschwunden. Aber nicht eine Liebe, die von Gott kommt und vom Heiligen Geist. Sie erneuert sich, sie verwelkt nicht. Und das ist eine Entscheidung. Und als wir in der Ehe waren, und nach einigen Jahren habe ich gespürt, irgendwas habe ich verloren. Ich habe hier irgendetwas verloren. Ich muss aufwachen. Und dann habe ich gebetet, Herr, gib mir eine Liebe zu Shiria. Es ist eine Entscheidung. Es hört sich vielleicht nicht romantisch an. Nein, aber das ist genau das. Es ist eine Entscheidung. Und wisst ihr was? Wer eine Eisenbahn mit dem Lokführer wenn wir sagen, der Lokführer macht irgendeine Entscheidung, die ganze Eisenbahn geht in eine Richtung wie Liebe, Fröhlichkeit, Geduld und alles andere. Und ich sage das nicht für mich selbst, sondern ich sage es, um uns allen zu ermutigen. Es ist eine Entscheidung. Aber ich sehe ihn nicht. Du siehst ihn im Wort Gottes und der Heilige Geist, der dich angerührt hat. Geh weiter damit vorwärts und erkenne ihn tiefer. Wachse mit den Wurzeln tief. Tiefer. Er kennt dich genau, er verpasst dich nicht, er liebt dich, er hat für dich geopfert, er liebt dich. Er denkt über dich nicht, er liebt ein Baby, das erst geboren ist. Was versteht er? Er weiß nur zu schreien, weil er hungrig ist und die Mutter muss ihm geben, damit er Milch bekommen kann. Und es braucht sehr viel Zeit zu wachsen. Und die Eltern sind da, um das Baby zu begleiten. Und der Vater ist da für dich, um dich zu begleiten. Und so wie bleiben wir eng bei ihm. Und es ist eine Entscheidung. Herr, ich glaube an dich. Ich kann mich erinnern, mit 15, als der Herr mich zu sich zieht, ich hatte sehr viele Fragen, wo ich keine Antwort hatte. Ich wusste vieles nicht. Aber tief in meinem Herzen habe ich die Entscheidung gemacht, ich gebe dir mein Leben. Ich möchte dich lieben und lehre mich. Nicht als Bedingung. Nein, lehre mich zuerst und dann glaube ich an dich. Nein, ich gebe dir zuerst mein Leben. Und nimm mich, lehre mich. Unser Vater im Himmel zu lieben, dass er zuerst uns geliebt hat, uns auch als wir weit weg waren, auch als wir in Sünde waren, er hat uns geliebt. Die Liebe zu Jeshua, der für uns geopfert wurde, erinnert ihr euch vor ein paar Wochen, die Predigt, was das Volk Israel denken würde, wenn Benjamin Netanyahu sagen würde, ich opfere mich, ich gebe mich selbst zum Hamas im Gazastreifen unter Bedingung, dass er die ganze Geiseln befreit. Ich gebe mich selbst hin. Was würde passieren? Diejenigen, die ihn gewählt haben, würden wahnsinnig gehen. Der Himmel hat Yeshua geliebt. Was für wahnsinnig war das für sie, ihren Herrn? Ihren Herrn, dass er runtergeht zur Welt und er gibt sich hin dem Satan. Wie würden wir das empfinden, wenn unser Premierminister, dein Premierminister, gibt sich selbst hin, den Mördern, den Sadisten, einfach die Bösen,
ihn nackt, ausreißen und anfangen, ihn zu schlagen, ihn anspucken und dann ihn zu hängen irgendwo in einem Kreisel und das einfach stirbt in und wir würden wahnsinnig gehen. Und das ist genau, was Yeshua getan hat. Und es ist nicht einfach eine Person wie Benjamin Netanyahu. Er war Gott. Er ist Gott. Und er hat sich selbst dem Engel des Satans gegeben. Lasst uns ihn lieben. Es ist eine Entscheidung. Vater, ich liebe dich, dass du bereit warst, deinen Nitzrak zu opfern. Yeshua, ich liebe dich, dass du bereit warst, den ganzen Weg zu gehen für mich. Und Heiliger Geist, ich liebe dich. Du unterstützt mich, du ermutigst mich, du warnst mich, du gibst mir die Worte. Es ist eine Entscheidung. Eng zu unserem Vater im Himmel, es ist eine Entscheidung. Und es begleitet dich Tag, Nacht. Die Mutter vergisst nie ihre Kinder. Wenn sie im Militär sind, vergisst sie immer noch nicht, während der Nacht steht sie auf, für sie zu beten. Und diese Liebe bringt mich zum Gebet zu kommen. Und diese Liebe bringt mich auch in das Wort Gottes reinzukommen, weil ich möchte seine Stimme hören. Ich liebe ihn und ich möchte seine Stimme hören. Ich liebe, ich glaube an ihn, ich möchte zu ihm wenden und ihm bringen, was mich im Leben durchgehe. Weil ich weiß, dass wenn ich zum Ziel komme und wenn ich nach hinten schaue, dann alles, was zählen wird, ist, was ich für ihn getan habe in seinem Plan. Alles andere, wer erinnert sich? Was weiß ich? Diejenigen, die Nobelpreise oder eine Medaille, eine goldene Medaille bekommen haben in Wettkämpfen, die Millionären. Vielleicht erinnert man sich an Namen wie Edison oder Namen von Professoren. Die Welt wird vergehen, aber was wir für den Herrn getan haben, wird bleiben. Und so, ich liebe ihn und ich möchte ihn dienen. Und wenn ich ihn liebe, möchte ich hassen, das Böse. Ich möchte hassen, was er hasst. Erinnert euch, was er zu Ephesus gesagt hat, der Gemeinde? Eines hast du, das Gute, dass du die Taten deiner Niklasiers hast, was ich auch hasse. Es ist Offenbarung, Kapitel 2 und 3, wo er zu den Gemeinden redet. Wir hassen die Sachen, die uns zur Sünde führen im Internet. Und es gibt sehr viele Sachen in der digitalen Welt, was böse ist. Und wir wollen das hassen, weil das ist genau der Platz, wo der Satan in unseren Herzen reinkommen will. Und wir wollen nur Platz für unseren Vater im Himmel. Und der Satan möchte sich hier reinpreschen mit Lüge, mit Betrug, mit Schmutz. Er möchte reinkommen. Und dann sagen wir, geh von hier weg. Mein Herz ist ein Haus, dem Herrn gehört. Es ist ein Haus, das dem Heiligen Geist gehört, und geh weg von hier in Namen Jeschuas. Und auf das Herz aufzupassen, um zu warten, dass die Lust zu einer Tat sein wird und dann zum Schluss einen Tod bringen wird. In
Jakobus. Es fängt an mit der Schwangerschaft, mit den Gedanken und dann wird es fruchtbar und dann kommt die Sünde und wenn man nicht Buße tut, dann bringt es den Tod. Versuche es ganz früh zu stoppen, wenn er anfängt, hey, schau mal, wenn diese Versuchung hochkommt, dann sagst du, nein, stopp, ich schaue das nicht an, ich möchte das nicht. Zu hassen, was er hasst. Und es ist eine durchgehende Beziehung. Yeshua ruft uns, wenn er ihm nachfolgen, unser Kreuz auf uns zu nehmen und ihm nachfolgen. Und auf diesem Kreuz ist der Seele das Fleisch zu kreuzigen und das Herz zu schützen und sagen, nein. Und jeder hat die sündige Natur und das muss man runternehmen. Das zu kreuzigen. Nicht dem Fleisch zu unterordnen, es nicht anzunehmen. Und das ist ein Krieg. Weil der Geist möchte das Gegenteil vom Fleisch und das Fleisch das Gegenteil vom Geist. Und dann kämpfen sie gegeneinander. Und er sagt, um das Fleisch, eine Taktik, das Fleisch zu kreuzigen, ist Fasten und Gebet. Und dann kann man sagen, Fasten, oh, das ist so depressiv. Nein, 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 nein. Ja, Fasten ist ein Teil vom Leben, aber die Frucht des Geistes, was ist das? Liebe, Freude, Frieden, Geduld. Yeshua sagt, es ist besser zu geben, als zu nehmen. Und die Gaben des Geistes ist etwas, was du gibst. Es ist schön, was zu bekommen, aber es ist viel besser zu geben. Es ist eine große Freude. Versucht das. Es erfüllt euch mit Freude. Und wenn du machst es für Gott und nicht für Menschen, dann hast du es zu dem Bankkonto im Himmel eingelegt, aber du machst es nicht, um was zu bekommen, sondern für den Herrn. Welchen Wert ist es, eine junge Frau, die 15 ist, in Schwangerschaft reinzubringen? Was hilft das? Ich hätte Sharia verpasst, ich würde vielleicht den Plan Gottes nicht erfüllen, ich würde hier nicht stehen, vielleicht das dritte Mal geschieden, was würde mit meinem Leben passieren? Ich bin in den Wegen des Herrn gewandelt, nicht um Ehre für mich selbst zu ziehen. Und es ist sehr schön, nach Hause zu kommen und eine Frau, die liebt und am Morgen ihr Lächeln zu sehen und das und Geld kauft das nicht. Habe ich etwas verloren? Was der Satan bietet, ist einfach Lüge. Denkt an die Liste von bekannten Leuten, die Drogen genommen haben und zu viele Mal geschieden sind. Und so viele Helden dieser Welt. Aber welchen Wert hat es? Aber glaub mir, was Gott gibt, es ist so ehrlich. Es ist für die Ewigkeit. Paulus und Silas, als sie Schläge bekommen haben, sie singen. Und das ist eine Freude, die von innen kommt. Der Satan kann das nicht stehlen. Und ja, das Fleisch zu töten, weil einfach er bietet mir an mit dem Satan, was Müll ist. Der Satan hat zu Eva gesagt,
esse nur von dieser Frucht. Und das Resultat war raus vom Garten Eden und Kain hat Abel erschlagen. Und bis heute bekommen wir das ab. Junge Leute, sehr viel Druck von der Welt, fällt nicht in diesen Fallen. Er ist ein Lügner und möchte, dass er fällt. Gebt eure Herzen dem Herrn. Er möchte das Beste für euch. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit, Selbstbeherrschung und zusammengefasst, wir müssen entscheiden, und wie gut ist es, mit dem Herrn zu sein. Wenn wir in ihm festhalten, durchgehend, dauerhaft, Johannes 15,7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Durchgehend, bestehend, durchgehend. Und zu bitten. Wie schnell bekommen wir die Antwort? Wie viele Male hat Paulus gebetet, damit er den Dorn ausholt? Wisst ihr, wie viele Male? Dreimal. Und ich kann glauben, dass eine Zeit vergangen ist vom ersten Mal und vom zweiten Mal. Ich kann es mir auch vorstellen, dass es mit Fasten verbunden war, bis er eine Antwort bekommen hat, nein. Aber er hat eine Erklärung bekommen und er war fröhlich, total. Leute, auch nein ist eine Antwort. Manchmal nein ist auch eine Antwort. Aber wenn Gott noch nicht Nein gesagt hat, dann kann man weiter bitten, wenn er Nein sagt. Und wenn ich weiter bitte, das ist dann ein falsches Bestehen, was dann zur Rebellion führen kann und dann zur Sünde. Aber Gott hat so entschieden mit Paulus für sein Bestes, weil du bist in Gefahr, in Stolz zu fallen, und ich möchte auf dich schützen. Und du, wow, danke. Danke Gott, danke, dass du mich schützt. Erinnert ihr euch an Psalm 23? Der heißt mein Hirte, und er sagt, dass dein Stab, sie beschützt mich. Beschützt mich, weil wenn ich es brauche, wirst du mir einen Schlag geben, damit ich wieder in meinen Platz zurückkehre. Er möchte nur das Beste für uns. Und er denkt auf die Ewigkeit. Aber bestehend sein im Gebet. Was hat Eliyahu gemacht, damit dringend kommt? Er hat siebenmal gebetet. Siebenmal. Steht geschrieben, dass er sich gebeugt hat mit dem Gesicht zwischen den Knien. Und er sendet seinen Knecht jedes Mal. Und er schaut zum Westen, zum Meer. Und er kommt zurück. Nichts. Geh nochmal. Und er betet weiter. Zweites Mal. Nichts. Geh nochmal. Dritte Mal, kommt zurück, nichts. Er betet weiter, geh nochmal. Viertes Mal, nichts. Fünfte Mal, Elia, es gibt Mittagessen, vielleicht. Nein, geh. Fünfte Mal, komm zurück. Elia, nochmal, nichts. Soll das? Sechste Mal. Kommt zurück. Elia,
Es gibt nichts. Ich habe Hunger. Lass uns aufhören. Er betet weiter. Siebte Mal. Komm zurück. Ich habe einen kleinen, eine Wolke gesehen. Handgröße. Dann geh zum König und sage, dass Regen kommt. Und es war siebenmal. Was ist mit uns? Nicht müde zu werden. Erinnert euch an das Gleichnis mit der Witwe, wo der Richter sie nicht richten wollte. Und Jeschua sagt, lasst nicht los, betet weiter. Wenn wir auf das Wort Gottes schauen, unser Glauben baut auf. Wow, Leo, siebenmal? Lass uns weiter beten. Du bekommst Glaube. Und es ermutigt mich, weiterzumachen. Bis Gott nicht Nein sagt, werde ich weiter bitten. Ich muss nicht alles verstehen. Ich brauche keine Erklärungen. Ich glaube an dir, Gott, was du tust. Und nicht wie und was du tust. Ich brauche das nicht zu verstehen. Dass es durch meinen kleinen Kopf durchgeht. Und sehr begrenzter Kopf. Und deine Gedanken sind so weit weg wie der Himmel von den Erden. Und Herr, ich glaube an dir, ich vertraue auf dich. Und damit möchte ich alle ermutigen. Lasst uns bestehend sein im Glauben. Lasst uns halten, nicht müde werden, nicht loslassen. Lasst uns entscheiden, den Herrn zu lieben und an den Weidstock gebunden zu sein. Und unser Leben wird Frucht bringen in für die Ehre des Herrn. Lass uns eine Zeit von Ruhe nehmen, Stille, und jeder soll vor Gott kommen, aber ich habe davor noch einen Vers, und es ist Johannes Evangelium 15, letzter Vers 16. Johannes 15, 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und euer Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was euch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Lasst uns beten, jeder für sich selbst.